Alles ist möglich. Besonders heute. Oha. Oh mein Gott. Wie hat das bei dir angefangen, dass du so in die Öffentlichkeit gekommen bist? Weil ich mit Olli Kahn zusammen war. Ah. 2003 ging das los. Also ich kannte ihn tatsächlich nicht, da ich mit Fußball gar nichts am Hut hatte. Ich hätte dir noch nicht mal sagen können, wenn da ein Ball liegt, ob es ein Fußball ist. Das war früher total crazy. Da gab es wirklich noch Paparazzi. Wenn ich aus der Tür bin, sind die mir hinterhergefahren. Oder wenn Leute aus dem Haus gekommen sind, haben sie die geschnappt und gefragt über mich. Meine Mama konnte auch nicht aus dem Haus gehen. Dann haben die Nachbarn sie in den Kofferraum aus dem Grundstück rausgefahren, weil das so extrem war. Das war der Horror. Wir hatten noch nicht mal Facebook. Wir hatten ja gar nichts 2003. Also ich habe auch keine Bilder auf dem Handy, weil wir hatten, glaube ich, hatte sogar noch ein Nokia-Handy oder ein Blackberry mit Schwarz-Weiß. Es war eine komplett andere Zeit. Also das gab es damals alles nicht so wie jetzt. Das Bad schwimmt komplett, da sind solche Büschel Haare überall. Ich habe eine Bitte. Wenn wir die Kernseifen benutzen, ist es möglich, dass wir die Haare da rausmachen, wenn die jemand benutzt? Wie willst du denn die Seife benutzen? Willst du dann die Seife noch nehmen und schön hier waschen, wenn da solche langen Haare dran sind? Diesmal ist es ausnahmsweise die Schuld der Frauen. Ich sehe viele dunkle Haare. Ich sehe viele dunkle Haare. Viele von uns haben dunkle Haare und deswegen kann man das gar nicht sagen, welche Haare das sind. Don't stop believing. Ich habe tatsächlich noch nicht gesehen, wie das Badezimmer jetzt aussieht. Ist es toll? Ich habe mir die Karten legen lassen. Ja. Es ist Horror. Es ist wirklich Horror. Sehr belastend. Alles, was geschehen ist, hat er mir vorgesagt. Du bekommst einen Anruf für eine Sache. Ich habe den Anruf bekommen. Du bekommst einen Brief. Mach dir keine Sorgen, es kommt gut. Der Brief ist gekommen. Alles so Sachen. Richtig krass, so. Von meiner Freundin, die Oma, die hat mir Kaffeesatz gelesen. Und diese Frau, die war schon mal tot. Sie war schon in diesem Sarg. Nee, nicht im Sarg, in diesem Leichenhall. Es gibt ja diesen Film, wo du dann mit diesem Glas. Leserrücken, das hat meine Jugend versaut. Ich auch. Ich glaube an Geister und ich glaube auch an Leserrücken. Mit was? Was ist das? Ah, das habe ich schon mal gehört, ja. Ey, das geht aber. Das geht. Wir haben es gemacht und deshalb funktioniert. Ich schwöre es euch. Ich glaube nicht, dass das geht. Pass auf, so. So geht das wirklich. Ja. Und du hast Finger so. Gibt's hier noch Kekse? Ah! Ja, ich bin da irgendwie reingestolpert. Das Thema Geister da und hier mit dem Glas da, das war hier das Thema. Und ich halte davon gar nichts. Mimi, lass uns das machen. Nein. Gar keinen Fall. Ich möchte das mal sehen. Wir werden das nicht tun, Jochen. Ah! Mensch. Warte, warte, warte. Es klemmt. Und man muss schon aufpassen, dass man gleichmäßig drückt. Elena und ich in einem Team, das hat gut funktioniert. Wir hatten eigentlich eine gute Taktik. Wir haben es so mit unseren Lippen gemacht, als würden wir so dem Ei so einen Kuss geben. Die sind ja da rangegangen, ne? Stell dir mal vor, das Ei wird abgerutscht und wir küssen uns auf einmal. Ja, das hätte durchaus passieren können, dass man dann mit den Mündern sozusagen ineinander fährt. Ich stell mir halt gerade vor. Stell mal vor. Hey, yo. Und mit dem Mund ist es viel einfacher. Ja, ruhig, ruhig. Das habt ihr geschafft! Wir haben gewonnen. Da ist einfach Shampoo drin. Ich würde sagen, mal Haare waschen, oder? Ja, bitte. Let's go. Das Verhältnis zu meinem Sohn ist gut. Also immer, wenn wir Zeit miteinander verbringen, wenn wir uns sehen, wenn wir telefonieren, dann ist es wirklich gut. Aber natürlich, also es ist nicht perfekt. Allein schon durch die Situation, die wir einfach haben. Eigentlich kann ich immer hin, wenn ich will. Aber durch Fußball konnte ich jetzt nicht so oft. Es ist keine leichte Situation, die ist es seit 10 bis 12 Jahren nicht. Aber man versucht sie so gut es geht zu meistern. Du bist mein Fleisch, mein Blut, du bist ein Teil von mir. Ich find's auch ein bisschen gottlos, dass es dir gegeben haben.
anstatt die Eier zu haben, sagen, ich nehme es selber. Du siehst das auch so, weil viele sehen das nicht so. Ich sehe es auch. Aber es sind auch Eier, die so unbeliebt zu machen. Ja, das auch. Aber die machen sich ja nur bei mir unbeliebt. This was like badass kill. Why? Yeah. Jochen ist der Teufel. Nee, für mich war schon ganz klar die Entscheidung. Ja. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich finde, dass sie sitzt eher leise irgendwo und beobachtet und ist nicht so jemand, der Dialoge vorantreibt. Mhm, und ich langweile mich mit ihr. Ich spiel halt einfach mit oder lass es. Du bist schon der Außenseite. Aber das ist gerade das Geile. Und wenn du dann drin bleibst, dann rumst es richtig. Allein schon deswegen drücke ich dir die Daumen, weil ich freue mich auf die Action, die dann kommt. Ich weiß, dass ich auch da bestimmt eine Entscheidung getroffen habe, die mich jetzt ganz oben auf die Shitliste setzt von vielen anderen Leuten. Aber da muss ich durch. Da müssen alle durch letztlich. Was sind wir da? Ja, spannend. Ich schwöre, du wollen, dass wir hier alleine sein. Deine Gedanken sind wahnsinnig. Ja, okay. Dann gehört es nicht meine Show, wo mein Ex-Freund reinkommt, mit dem ich 6 Jahre zusammen war. Dann gucken wir mal, wie du das dann machst. Ja, du kannst es nicht verstehen. Guck mal, ja, doch. Nee, verstehst du es absolut nicht. Momentan fühle ich mich einfach richtig schlecht. Dieses Format hat einfach unsere Beziehung, glaube ich, gefickt. Ach. Sag sowas nicht. Ach, was habt ihr eigentlich da mit uns gemacht hier? Für mich ist das härteste Format, was ich je gemacht habe. Und ich habe es mir überhaupt nicht so hart vorgestellt, nicht mal ansatzweise. Wir beide schaffen das. Hm? Ich bin bei dir. Eine Minute noch. Schluss aus. 0:0. Jetzt gibt es eine Schätzfrage. Wie weit liegt Sarajevo von Berlin entfernt? Näher dran, entschuldigt, ist Team Blau mit 900 Kilometern. Ein Wechselbad der Gefühle, wie in eurem Spiel. Es ist der Scheiße. Euro. Es war so knapp. Ja, aber 1 Euro mal 14 sind ja, 14 Euro. Und los. Nudeln 79 Cent. Ja, guter Vergleich die Preise. 89 Cent. Ja. Eier 1,89. Sehr gut. 13,68 Euro ausgegeben. Oh, yeah. Ja. Und jetzt Mahlzeit. Ja. Mimi und Jochen, ihr habt das Duell gewonnen. Ihr seid damit die ersten Bewohner, die sich dem direkten Urteil des Publikums stellen mussten. Die Zuschauer haben sich entschieden, dich zu schützen. Mimi. Kannst du schon bei mir geben? Na, Quatsch. Doch. Ihr habt das Duell verloren. Nominiert bist du, Verena. Siehst du, wusste ich. Ich